Hallihallo und willkommen zurück hier zum Let's Play Final Fantasy 5 Advance mit mir und dem Leviathan 2. Genau, ja. Letztes Mal waren wir hier im Dorf der Werwölfe. Hat leider nichts Interessantes gegeben und heute gehen wir hier so zum Berg. Dem Winddrachental, das aussieht wie ein Berg. Naja, ich reklamiere hier nicht, obwohl ich eigentlich die Berge hier nicht mag, aber ich weiß, was mich hier erwartet, das macht mich glücklich. Angriff von hinten. Flucht. Entschuldigung, ich muss. ja. Das war extra mit Fragezeichen, angekreuzt sozusagen. ah, das war jetzt einfach witzig. So. Okay, dann jetzt weiter hier. Zombie-Drache mit Bliblablo, Giftadler und was heißt dazu gehört? Giftadler wird. Giftadler ist tot. Gut, ich habe nichts gesagt. Titan. So, jetzt nur noch der Zombie-Drache. Das ist der bizarre Walzer. Oh Gott, was hast du gemacht, Galuf? Nein. Na, komm! Wollte ich gar nicht. Eigentlich wollte ich Komet machen. Nein, nochmal Titan. Ja, der hat Leben. Oh, das hat wehgetan. So, weg. Sieg! Kein Level-Up, aber ein Drachenzahn. Eigentlich müsste es doch ein verrotteter Drachenzahn sein. Obwohl, ein Zombie muss nicht unbedingt verrottet sein. Das kommt immer darauf an, wie lange er schon tot ist. Das finde ich auch das Witzige an der Darstellung. Die sind immer sofort verrottet. Dabei geht das ein bisschen. Ha, ho, ho, ho. Ihr kämpft nun auf unserer Seite. So, jetzt will ich mal wieder Komet einsetzen. Tschiu, 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 tschiu. Ja, stark ist was anderes, aber okay. Gaias Wut. Drippy. Waren das? Das waren Drippy. Ich weiß nicht, warum das. Was? Kamen wir jetzt von hier? Möglich. Dann müssten wir hier hinein. Denn wir kamen von hier. Und hier geht's auch nicht weiter, dann müssen wir hoch. Deshalb mag ich Berglevel nicht. Na, weiß ich gar nicht mehr, wo ich herkomme. Oh, Golluf hat sich selbst geheilt. So gehört sich's. Das sollte er öfters machen. Schwarzmagie, Blitzerer. Ich glaube, ich habe Blitzer. Und gleich noch ein Ramu hinterher, weil es einfach reicht. Hoffe ich. Ja, für den einen wahrscheinlich nicht, aber für den anderen. Naja, Golluf ist ja auch bald wieder am Zug. Yay, und Schwert in den Rücken. Wenn der Paladin zum Attentäter wird, dann... Random Encounter. Oh. Erkleis Kitty. Oh. Okay, einfach weiter. Eh, ne Kiste. Und ein Zombie-Drache. Bizarre Walzer, was gar nichts gebracht hat. Außer Schaden, nein. Zeitmagie. Komet. Macht sie jetzt mehr? Bisschen. Hast du noch Magie für Titan? Ich möchte gern, dass du Titan einsetzt. Setze Titan ein. Ich hätte mir vielleicht noch Äther kaufen sollen. Habe ich mir Äther gekauft? Möglich. Ich mag mich nicht erinnern. Schlag ihn einfach, Galuf. Ich weiß, du kannst den Schaden verursachen, also verursach ihn auch. Macht etwa gleich viel wie Komet. So, dann noch mal Titan. Das sollte es dann gewesen sein. Vielleicht. Nicht, nein, ich glaube noch nicht. Letztes Mal habe ich auch dreimal Titan gebraucht. Und ein Galuf, den nicht die ganze Zeit heilt. Ja, sieht ihr, geht doch. Ja? So, darf ich jetzt mal schauen, hier. Hütte erhalten. Jetzt müsste ich die nur noch aufstellen können. Dann, ja, dann okay. Verführerische Tango. Klingenmagie auf den anderen.
Schwanz. Du auch, Schwanz. Knochen. Ja, sie darf nicht da. Dabei bräuchte Gallo vielleicht mal wieder eine Heilung, merke ich gerade. Kein Wunder, wenn man sich mit seinen eigenen Angriffen immer selbst schadet. Ich greife sich gegenseitig an. Einer weniger. So, du setzt jetzt mal Vitra auf alle ein. Solange du die Magie noch besitzt. Haha, ausgewichen. Zeitmagie. Was passiert, wenn man Komete auf Knochen regnen lässt? Moja. Warte, ist deine Stufe aufgestiegen, aufgestiegen, aufgestiegen. Hier waren wir. Tick, 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 tick. So. Und runter. Über die Brücke. Oh mein Gott, eine Brücke. Brücken gefallen mir nicht. Und die ging jetzt. Im Angriffsvorteil. Oh, das isst man doch immer gerne. Die haben... Na, verdammt. Die haben aber auch nicht viele Leben, deshalb schlage ich die einfach tot. Nee. Und Gallof hat auch noch eine Stufe erreicht. Yay. Wieder ein bisschen stärker geworden. Jeder Tropfen hebt den Meeresspiegel an. Ja, nicht dieser Tropfen. Schwertanz? What? Das dürftest du öfters machen, Gallof. Das war genial. Ich sehe Knochen. Ich sehe noch mehr Knochen. Und ich sehe Magie. Ich sehe Weißmagie, ich sehe Vitra. Jetzt sehe ich nur noch Vita. Nee. Fertig. Ja, ja, solange sie nur die Magie erhöhen. Damit auch ja mehr geheilt wird durch die Belegung. Zauber Walzer. 0-0. Miss. Kralle. Toll. Ja, wenn niemand trifft, geht's. Oh Gott. Tot. Ja, habe ich mir schon gedacht, dass es nicht so wenige hat. So, tot. Jetzt darfst du. MP halbiert. Bei Faris habe ich jetzt nicht so das Problem mit. Der hat genug. Sie hat genug. Eigentlich wollte ich gar nicht mit dir schlagen. Egal. Er darf dafür. Das sollte auch ausreichen. So. Da, da, da. Ja, das kennen wir. Ha, ha, ha. Ein Knopf. Ich darf einen Knopf drücken. Heißt aber wahrscheinlich, dass ich irgendwo falsch gegangen bin und die einzige Tür, die mir einfällt, wo man hätte anders gehen können, wäre ganz am Anfang. Die normale Magie macht auch einfach keinen Schaden mehr. Nein. Da, lieber Ifrit. Haben wir schon lange nicht mehr eingesetzt. Höllenfeuer! Yay! Burn, baby, burn! Wir haben unseren eigenen Giftvogel getötet. Heißt das jetzt, ich muss den ganzen Weg zurückgehen? Ich mag Backtrack in neuen Zelda und Metroid spielen. Du musst Magie sparen, aber eigentlich könnte ich mit dir noch besser einfach blocken. Dieses Tänzermesser ist vom Schaden her nicht schlecht.
und kann auch hilfreich sein, aber manchmal... da... Da frage ich mich einfach, warum. Es macht dann schon Lust, macht schon Spaß, wenn er einfach mal 4000 Schaden an einen stärkeren Gegner austeilt, aber manchmal frage ich mich einfach nur, warum. Giftvogel. Okay, ja, hat ihn immerhin umgebracht. Ich gehe nicht weiter auf dieses Thema ein. Wir lassen es lieber einfach sein. Nahkämpfer stellen keine Fragen, sie schlagen einfach drauf los. Fragezeichen, Flucht. Das ist kein Sieg, aber okay. Solange es nur der ist. Okay, er macht 2000 Schaden, oder sie, oder es. Aber ja, solange es nur er ist, ist's. Mess. Kralle. Schwarzmagie. Blitz rauf alle. Und jetzt ist sie vergiftet. Beschwören. Ne, Titan geht nicht. Ichiva. Nein, ess sie lieber nicht. Das wäre unpraktisch. Also du würdest sicher daran sterben. Hirnfrost und so, aber... Nee, friss sie nicht. Ich denke, wenn ich nachher sowieso aus dem... Das bringt ja nichts bei einem Zombie. Volltreffer. Zeitmagie. Komet. Yay. Schaden. Ich glaube, das ist sehr random. Ich probiere jetzt einfach... Eigentlich wollte ich wieder am Gegner ausprobieren. Oder so. Bizarrer Walzer. Heile nicht! Ja, ich glaube, ich gehe dann einfach außerhalb vom Berg hin und so, Vita auf ihn. Heilung oder Tod? Tod. Gut. Das. Er mag anscheinend keinen. Oh, Galuf. Stell dich nicht so blöd an. Vorhin hast du auch fast einen gewone-hitted. Oh, ja, das kannst du natürlich wieder nicht. Dann einfach Regen hier. Ja. So, und Weißmagie kannst du auch nichts mehr. Dann einfach nur Abwehr. Angriff. Yay. Verführerischer Tango. Kein Effekt. Angriff. Effekt. Blocken. Das war negativ. Jetzt brauche ich dann wahrscheinlich doch noch einen Äther. Tod. Oh, nein, nicht mit dir ab. Ja, doch, vielleicht war es gar keine so dumme Idee. Abwehr. Angriff. Ja, doch, jetzt funktioniert es wenigstens. Tot. So, ziemlich angeschlagen, ziemlich kaputt. Na gut, würde mich eigentlich auch nicht interessieren, wenn sie jetzt alle tot umfallen. Klingt böse, ist aber so. Ja, aber ich bin trotzdem eher so der liebe Typ. Also, ich habe nur einen Äther. Hab ich denn, was habe ich denn mein Geld ausgegeben, bitteschön? Na egal. Portion, sie hat nur noch ein MP, das heißt, ihr müsst vergiftet bleiben. Yay. Die Portion kriegen wir zum Glück sozusagen fast hinterhergeworfen. Ach komm, nein, so macht das auch keinen Spaß. Ich möchte den. Ach komm. Shit happens. Wenn wir jetzt gekillt werden, während wir alle vergiftet sind, dann sterben wir halt. Schwertanz. Ja, jetzt machst du ihn! Gegen die Katze! Wir haben Galufs wahre Natur erfahren. Er mag keine Katzen. Das ist alles an Charakter, was wir brauchen. So. Gegner, stark, tot. Bizarrer Walzer, gib ihm Leben. Genau, das ist das, was du am besten kannst, Galuf. Ja. Du tot. Keine Ahnung, Abwehr. Du kannst sowieso nichts. Klingenmagie. Keine Ahnung, was kannst du? Feuerer. Wenn wir schon mal dabei sind.
Angriff. Ein bisschen Schaden machst du ja. Du nicht. Tot. Ja, das macht doch ordentlich Schaden. Tot. Volltreffer. Ja, kannst du schon umbringen. Ich block hier nur noch. Tut mir leid, ist vielleicht ein bisschen böse, aber... Nee. Töte sie! Komm, nicht dich angreifen, geht schneller. Das war unnötig grausam und ekelhaft mit dem Gifthauch. Aber es erfüllt seinen Zweck. Tod. Game over. Die Gruppe wurde besiegt. Yeah. Zero fucks were given. Ich laufe da einfach nochmal hin und gehe dann das die andere Tür hinein. Und eigentlich müssen wir es so sehen. Wir haben Potions und Energie und bliblablo gespart. Außer Zeit, die hätten wir nur gespart, wenn ich beim ersten Mal schon richtig gelaufen wäre. Aber da hat mir ja noch niemand gesagt, dass ich erst richtig laufen muss. Ging mir jetzt oben oder unten durch? Ja genau, der kommt, haut einmal rein und verpisst sich dann. Ja genau, verpisst dich, bevor ich dich komme und schlagen gehe. Dann halt hier rein. Waren wir hier? Hier könnten wir gewesen sein. Dann unten. Unten, 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 unten. Die Höhlen sehen immer alle so gleich aus. Oh, Katzen! Galuf, dein Augenblick. Hat nichts gebracht. Fred, grill sie. Die Katzenarmee. Reicht's? Jop. Und weiter. Nur eine Kiste. Nur eine Kiste. Okay, das heißt, irgendwo muss noch ein zweiter Eingang zu einer zweiten Höhle sein. Angriff von hinten von einem Zombie-Drachen. Ja, wenn ich sage, Dümmer kann es gar nicht mehr laufen, fängt es an zu regnen, oder? Klingenmagie. Feuer haben wir festgestellt, hilft. Zeitmagie. Komet könnte auch helfen. Und Weißmagie, Vitra hilft hier sicher. Ich vergesse doch unseren alten Katzenhasser nicht. Würde ich nie. Wenn er endlich mal dem Gegner schaden würde und nicht sich selbst. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass wir dem senilen alten Mann nicht das Messer in die Hand hätten drücken sollen. Ich könnte mich aber auch irren. Ich meine, manchmal sind die dümmsten Entscheidungen die schlausten. Ich weiß nicht wann, aber zum Beispiel jetzt. So, reicht doch. Das Level vom letzten Mal müssen sie jetzt halt erst noch bekommen, aber... Irgendwo muss ein zweiter Eingang sein und ich werde ihn finden, indem ich blöde durch die Landkarte durchlaufe, 1000 Kämpfe führe und den Topschütz aus Pokémon vermisse. Wenigstens diesmal nicht mehr von hinten. Ja, genau, bei dem Gegner darfst du ja. Nee, ich bin jetzt einfach mal so frei und versuche Blitz aus. Macht das auch so viel Schaden bei Zombies? Zuerst einmal müssen wir alle anderen Gegner ausschalten. Jetzt.
Angriff! Blitz! Nee, ist Feuer. Feuer. Okay. Feuerer. Hier. Schluck. Feuer. Du magst doch. Feuer. Burn. Also, Zombies mögen kein Feuer. Anscheinend. Zumindest Zombie-Drachen. Dann halt einfach nochmal zu Feuer umändern. Oder haben wir jetzt Feuerblitz? Blitzfeuer? Feuerer. Beschwören, Ifrit. Tja, ja. Es kann auch lange so gehen. Dürfte es aber nicht. Meine Uhr sagt mir, dass der Pop-Up vorbei sein sollte. Ein Volltreffer, der daneben geht, ist wohl kein Volltreffer mehr. Würde ich jetzt mal so behaupten. Hütte halten. Déjà-vu? So. Dann mal hier rüber. Und die nächsten Gegner ausschalten. Schwertanz! Dann hätte ich es lieber auf den Knochentrachen einsetzen sollen. Feuerer! Ja. Schwarzmagie, Feuerer, Knochen. What the? Das hat wehgetan. Ja, zum Glück hält die Magiebarriere nicht die Heilzauber fern. Ja, da darfst du wieder, Galuf. So, und Angriff. Du machst extra Schaden, deshalb Ruhm. Na, sollten wir vielleicht das ganze Team mal wieder ein bisschen aufpeppen. So mit Pep und all dem. So. Einmal Titan und dann sollte das Ganze weg sein. Der Sumo-Wrestler fällt vom Himmel. Bartz ist eine Stufe aufgestiegen. Yay. Sie wedeln mit den Armen. Das muss ein gutes Zeichen sein. Fares Harz, Galofarz, hast du noch gut. Und das war's dann auch schon mit Heilen. Wir wollen ja nicht zu verschwenderisch mit unserer Magie umgehen. Sonst haben wir nachher nur keine und... Ja, ich hätte Äther kaufen sollen. Ich sollte mir mehr Äther kaufen. Wenn schon die Hälfte meiner Teammitglieder Magier ist, dann muss man doch zumindest ein bisschen auf die Äther aufpassen. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, aber hier irgendwo im Knochenhaufen drin noch... Was? Ein Eingang? Ich wünschte mir, es wäre so. Im Angriffsvorteil. Toll, ich soll ihn jetzt angreifen? Vergiss es, Abwehr. Greif an und verpiss dich. Yay, Sieg. Dann schauen wir hier beim Knochen. Knochenpanzer halten. Knochenpanzer ist, wenn ich mich nicht täusche, ich kann nachher nachsehen, aber... Yay, Leben. Es sollte eigentlich ein... Eine Rüstung sein, die... Nee, machst du nicht. Du blockst einfach. Galuf greift dann schon an. Bizarrer Walzer. Wäre sogar der Chitterbug best gewesen. Ich kann nicht glauben, dass ich das sage. Du lebst immer noch, dann stirb. So, Galuf eine Stufe aufgestiegen, dann hat es der alte Mann auch noch geschafft. Und jetzt müssen ein Items, da können wir es nachlesen. Oh. Knochenpanzer. Rüstung für Untote, ja. Genau, ich glaube, die. Damit werden wir dann einfach sozusagen untot. Klingt komisch, ist aber so. Jetzt muss ich doch schauen. Irgendwo hier muss es doch weitergehen, oder? Wenn ich hier den Knopf drücken würde, könnte, dann würde es weitergehen. Aber wie komme ich dort hinten hin? Rein aus Vermutung würde ich sagen, es ist das dort. Aber wie komme ich dorthin? I don't know. Okay, nein. Angriff auf den hier. Das hat nicht viel gebracht. Klingenmagie. Feuerer. Ja, genau, das ist das Problem.
Zeitmagie. Komet. Weißmagie. Portes. Hierhin. Angriff auf den hier. Wir müssen jetzt zuerst mal Klingenmagie. Stirb. Ja, den dürfen wir jetzt nicht sterben lassen. Feuerer hierhin. Hilfe, ihr müsst mir helfen, ja. Ich versuch's. Wenn wir einen weg haben, dann genau. Ist das andere nur noch eine Frage der Zeit. Vita. Bisschen heilen. Die machen ja nicht so viel Schaden, da ich Portus drauf gemacht habe. Oh. Tot. Cool. Abwehr. 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 Jetzt müssen wir warten, bis er wieder dran ist, wenn ich mich nicht irre. Ich blocke jetzt einfach mal die ganze Zeit. Ich blocke. Tausend Dank! Am liebsten würde ich mit euch kommen. Sieg. 3 Erfahrungspunkte erhalten. Und Golem erhalten. Alles nehmen. Okay. Jetzt sollten wir mit dem Item Golem. Lernt die Beschwörungsmagie Golem. Benutzen. Und wir haben Golem gelernt. Deshalb wollte ich den Typen am Anfang nie töten. Oder war nie wütend, was er macht. Aber sonst war schon feige und all das, aber. Er kommt ja jetzt helfen. Ich hingegen bin immer noch am Suchen, was genau ich hier zu tun habe. Und die Antwort wird mich wahrscheinlich nie erreichen. Blitz auf alle. Golem ist, ja, wer hätte es gedacht, ein physischer Wall. Heißt so viel wie... Wenn wir Golem aktivieren, dann ich weiß nicht, ob unsere Verteidigung steigt oder ob wir einfach einen eine gewisse Anzahl physischen Schaden einfach absorbieren. Auf jeden Fall, wenn wir einen Gegner haben, der nur zuschlägt, dann wieso nicht? Die Frage ist nur, könnte es sein, dass wir mit Golem jetzt den Weg aufgemacht haben? Ich bin mir jetzt da gerade nicht so sicher, aber... Fakt ist, der Part wäre... Ich wollte nicht zuschlagen. Der Part wäre bald zu Ende. Wäre zu Ende, schon lange zu Ende, aber ich habe noch zu wenig erreicht, um ihn zu beenden zu können. Deshalb bin ich jetzt einfach mal so cool und laufe mit dem Golem den ganzen Weg zurück. In der Hoffnung, dass er mir mitteilt, hey, yo, ich bin der Golem, ich bin da so ein bisschen Erde, du. Ich kann dir einen neuen Weg aufmachen, yo. Kann man hier raus? Nicht, wenn man keine Gegner haben möchte. Einfach angreifen. Schwertanz, yay. Overkill. Gut. So. Nichts. Irgendwo gibt's einen Weg. Ich werde ihn finden. Stirb. Oder auch nicht. Abwehr. Beißen. Gott, die Katze hat zugebissen. Ist ja Tollwut. Tötet sie. Ja, da rüttelt die Erde. Und die Katzen sterben. Weihwasser. Wenn man ein Zombie wird, glaube ich. Oder etwas gegen Zombies? Nee, ich glaube, das war, wenn man zu einem Zombie wird. Könnte das mit den Random Encounters nicht... Ich sag nicht aufhören. Aber vielleicht ein bisschen zurücktreten? Das war immer so ein bisschen mein Problem mit solchen Spielen. Aber, naja. Da muss man durch. Ohne Wenn und Aber. So, Vitra auf Golof. Wenn er sich nachher dann nicht wieder selber killt. Scheint seine Arbeit diesmal ernst zu nehmen. Die Demenz hat einen ihrer schwachen Tage.
Und Lena sollte sich vielleicht mal selbst heilen. Einfach so zum Vorschlag. Eins, zwei. Tod. Ist das was Gutes? Ich glaube schon. So. Hier haben wir immer noch nichts. Ein Haufen Steine. Golem, du bist dran. Golem, ich wähle dich. Flieg und Sieg, Golem? Ich weiß nichts mehr. Hier. Ich kann zuschlagen. Ich kann Magie auf meine Waffen zaubern. Ich kann Kometen von der Höhlendecke runterregnen lassen. Ich kann einen alten Mann beschwören. Final Fantasy for the win. So. Verführerischer Tango, genau, weil ein Zombie gegen einen anderen Zombie natürlich immer noch der geilste von allen Konflikten ist. Ja, einfach mal warten. Bis sich die Situation von alleine auflöst. Das könnte das Ende gewesen sein und mit dem können wir ihn hier töten. Schwert in den Rücken. Flammendes Schwert. Ich frage mich, wenn man dem Gegner ein brennendes Schwert in den Rücken sticht, ist es dann immer noch so das attentätermäßig verlogene? Oder ist es dann schon wieder das absolut awesome, weil es ein Flammenschwert ist? Das ist die Frage. Ist es eher so das Hinterlistige oder ist es dann schon wieder awesome? Overkill. Yay. So. Und raus mit mir. Golem haben wir. Item benutzen wir. Die Hütte, weil wir haben mehr. Wir bauen einfach mal so für über Nacht eine kleine Hütte. Was sind wir hier? Minecraft? Das ist ein paar Jahrzehnte zu früh. Gut. Dann noch speichern. Glaube ich. Ja. Spiel gespeichert. Toll. Gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.